Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Kerzenvideo und zwar heute tatsächlich mal wieder zu einem duften Monatsrückblick. Ja, ich habe gedüftet. Ja, ich habe ja meine Duftlampe im Badezimmer wieder hingestellt und ich habe meine ganzen Daylights wieder hervorgekramt, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, du kannst nur im Badezimmer großartig düfteln momentan, dann tust du das halt auch. Und da habe ich jetzt so einiges durchprobiert, was ich noch nie hatte. Auch so, was ich an Country Candle noch hatte. Wobei, es ist jetzt ziemlich viel aus dem letzten Herbst, glaube ich, noch dabei gewesen. Also Düfte, die ich mir gekauft hatte, aber noch nicht versucht hatte. Deswegen habe ich das diesen Monat endlich mal gemacht. Und ich habe auch wieder alles in meinem kleinen Duftbuch hier notiert. Dann würde ich sagen, wir gehen da jetzt einfach mal Seite für Seite durch. Und ich habe angefangen mit Country Candle Golden Tobacco. Auf den war ich sehr, sehr neugierig, weil so ein Pfeifentabakduft finde ich immer unglaublich interessant. Das ist so eine Art von Duft, die ich in der Wohnung jetzt auch nicht so lange haben kann. Das ist zu krass. Aber ich finde den halt immer sehr, sehr interessant. Und den hatte ich im Bad an. Und kalt roch der wirklich nach, ja, nach Pfeifentabak. Der hatte was von kühlem, kalten, süßen Pfeifentabak. Sehr maskulin, leicht holzig. Und er war ein bisschen dezent. Aber das fand ich ganz gut. Bei so einem Duft ist das ganz gut, dass er so dezent ist. Also im warmen Zustand war der nicht so intensiv, wie man hier dran geschnuppert hat, sondern er wurde leichter. Ich habe ihn nicht so krass intensiv gerochen, obwohl das Bad sehr klein ist. Ich denke mir aber auch, dass das bei dieser Art von Duft vielleicht ganz gut ist. Ich glaube, für mich persönlich reicht es, wenn da so der Duft so leicht in der Luft hängt. Das muss nicht so bam sein, weil dafür ist er dann doch mir ein bisschen zu krass. Mein Mann sagt, er riecht nach Nadelholz. Für mich riecht er nicht nur nach Nadelholz, aber es ist auch was mit drin von Nadelhölzern. Also ich fand den Duft sehr schön. Ob ich ihn nachkaufen würde, ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre jetzt kein Duft, den ich dauernd um mich haben müsste. Also wenn wir jetzt in irgendeiner Holzhütte in den Bergen wären, vielleicht. Aber so jetzt hier bei uns muss es nicht unbedingt sein. Aber ich fand ihn sehr, sehr interessant und er hat mir eigentlich gut gefallen. Und ich habe ihm auch 4 Sterne gegeben, weil es einfach ein Duft ist, der zwar jetzt für mich in der Wohnung nicht andauernd erträglich ist, aber ich fand ihn einfach außergewöhnlich und ich fand ihn gut und deswegen hat er 4 Sterne bekommen. Jawohl. Der zweite Duft, den ich angezündet habe, war Salted Caramel Apples. Ja, an dem habe ich ja gerochen und ich fand, da kam der knackige, glänzende, glasierte rote Apfel durch und eben auch so eine salzige Karamellnote. Also ich fand ihn interessant. Ich will nicht sagen, ich fand ihn bombig gut, denn ich bin überhaupt nicht so ein Karamellfreund. Also ich esse gern Mantwix, aber das war's. Ansonsten Karamell nicht unbedingt. Also ich war schon skeptisch bei dem. Aber ich habe ihn angemacht. Und ich habe es mir auch notiert, ja. Kalt, knackige, glänzende Äpfel. Und die Salznote, dieses Karamell mit dem Salz war eher sehr, sehr sahnig. Also fand ich an sich gut. Warm, allerdings hat diese Karamellnote dominiert. Da ist für mich der Apfel ziemlich untergegangen. Es blieb zwar diese sahnige Note, aber auch eben die salzige Note und der Apfel war irgendwie fast weg. Also den konnte ich gar nicht mehr so richtig rausriechen. Es war eine süße Note dabei, aber der Apfel mit seiner Glasur war irgendwie weg und ich muss sagen, mir war der Karamellduft dann zu krass, zu herb, zu stark und viel zu dominant. Also das war dann eine Art von Duft, die mochte ich einfach nicht. Also mir war er nix. Ich könnte von dem sogar Kopfschmerzen bekommen. Ich habe dem jetzt mal 2 Sterne gegeben, weil ich glaube, es ist, wenn man einen eher so Salted Caramel Duft sucht, ist er bestimmt nicht schlecht. Vielleicht riechen andere auch den Apfel mehr raus als ich. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich ihm 2 Sterne gegeben und nicht 1 Stern. Aber mehr konnte ich ihm nicht geben, weil ich mochte den im warmen Zustand wirklich überhaupt nicht. Der nächste Duft, den ich angezündet habe, war auch ein Herbstduft von Country Candle. Und zwar Spiced Pumpkin Seeds. Der roch im kalten Zustand einfach nach vanilligem Kürbis mit Zimt. Einfach schnörkellos, war okay. Schöner Herbstduft. Im warmen Zustand roch er eigentlich genauso. Also er war von mittlerer Intensität, würde ich sagen. Er roch im Prinzip warm wie kalt. Nur, dass er, wenn ich nah rangegangen bin, im warmen Zustand noch irgendwie was von Korn oder Getreide drin hatte. Und auch eine Spur von Nuss. Also da fand ich ihn nicht schlecht. Es ist nicht der beste Kürbisduft, den Country Candle hat, finde ich. Ich finde, sie haben viel, viel bessere. Wobei das ein sehr, ich würde sagen, ursprünglicher Duft ist, ohne viel Schnickschnack.
Wenn man Kürbis mag, ein bisschen Zimt mag, finde ich, ist der super. Also er ist schlicht, er ist einfach, aber dennoch schön. Ich mag ihn. Ich habe ihm aber trotzdem jetzt nur 3 Sterne gegeben, weil ich ihn irgendwie ein bisschen langweilig fand. Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es daran, dass ich von Country Candle schon andere Kürbisdüfte hatte, die ich viel, viel besser fand. Ich fand ihn ein bisschen fad. Aber er ist schlicht, er ist schnörkellos, er ist gut, aber 3 Sterne, weil er mir irgendwie ein bisschen langweilig war. Aber schlecht war er nicht. Und der nächste Duft war einer, auf den ich mich ja sehr gefreut hatte. Ich war ja sehr, sehr, sehr gespannt. Auch ein bisschen skeptisch, aber sehr gespannt. Und zwar Spicy Pumpkin White Chocolate. Kürbis und weiße Schokolade, ne? Also, da war ich super gespannt drauf. Ja, der kam mir beim ersten Schnuppern sehr, sehr spicy vor. Also, er war auf jeden Fall sehr, sehr würzig. Es war würziger Kürbis mit etwas Vanille mit drin. Und man hat auch das Gefühl, dass es eine andere Vanille ist. Es ist eine kühlere Vanille. So ein bisschen wie bei weißer Schokolade. So ein bisschen wie bei Yankee Candle den White Chocolate Bunnies. Es ist nicht so, dass ich auf Anhieb sage weiße Schokolade, aber es ist ein anderer Vanilleduft. Und im warmen Zustand ist der weicher geworden, runder geworden. Die Vanille-Sahnenote ist einfach noch stärker hervorgetreten. Es kommt durch, aber ich habe es mir notiert, mir war es zu wenig von der weißen Schokolade. Er heißt halt explizit Spicy Pumpkin White Chocolate und das kam nicht so durch. Es roch vanillig nach Kürbis, auch ein bisschen spicy. Er war gut irgendwie, aber irgendwie war er für mich auch ein bisschen enttäuschend. Also ich hätte mir mehr erhofft, erwartet, habe ich gar nicht so krass viel mehr, weil weiße Schokolade ist immer so eine Geschichte. Ne? Ich habe jetzt noch nicht viele Düfte gehabt, wenn überhaupt schon mal wirklich einen, wo ich sage, boah, weiße Schokolade, das ist es. Nein, er war okay, es ist ein guter Duft. Ich habe ihm aber auch nur 3 Sterne gegeben, weil es bessere gibt mit Kürbis. Also wenn es jetzt darum geht, dass ich was Vanilliges mit Kürbis will, finde ich, ja, er ist okay. Aber wie gesagt, dann hätte er Spicy Pumpkin Vanilla irgendwas heißen müssen. Er hieß aber nur mal White Chocolate und irgendwie, ja, fand ich es ein bisschen enttäuschend. Der ist nicht schlecht, wie gesagt. Er ist nicht schlecht, aber ich hatte mir doch mehr erhofft. Irgendwie fehlt ihm so das Gewisse, was ihn so richtig besonders macht. Deswegen nur 3 Sterne von mir. Als nächstes hatte ich Sugar Cookies an und da habe ich eigentlich gedacht, da kann nicht viel schief gehen, weil Sugar Cookie, ja, ist ein Keksduft, der geht bestimmt. Ne? Ja, er roch ein bisschen anders als erwartet. Er riecht auf jeden Fall nach sehr, sehr süßen Butterplätzchen. Sehr, sehr süß allerdings. Aber da ist Karamell mit drin. Also ich rieche deutlich eine Karamellnote, wie bei einem Twix. So ein Twix-Karamellduft ist das. Also keine Schokolade, aber so ein Twix-Duft. Also nicht wie bei Salted Caramel Apples mit so herben, salzigen Karamell, sondern schon so ein Süßigkeiten-Karamell. Riecht man raus. Und der roch im Prinzip auch warm wie kalt. Er wird ein bisschen weicher, ein bisschen runder und die ganzen Aromen, dieses zuckrige Butterplätzchen und das süße Karamell vermischt sich ein bisschen besser, wird einfach weicher und insgesamt stimmiger. Das schon. Er ist sehr süß, sehr karamellig und sehr, sehr intensiv, wie ich finde. Und er war irgendwie schon lecker, aber ich würde mir den nicht nochmal kaufen. Mir war der stellenweise tatsächlich zu intensiv und zu süß. Ja, und auch dieses, vielleicht ist es das Karamell drin gewesen, weil ich ja nicht so ein Karamellfreund bin. Der war jetzt für mich nicht so das Wahre. Der ist auch noch nicht ganz leer. Ich werde den noch leer machen, aber den würde ich mir nicht nachkaufen. Ah ja, genau. Der Sugar Cookie hat von mir auch nur 2 Sterne bekommen, weil der hat mich einfach nicht so umgehauen. Er war okay, aber für so einen Plätzchenduft war er irgendwie enttäuschend. Also er hat mir nicht so wirklich gut gefallen, deswegen gingen nur 2 Sterne. Da gibt es einfach viel, viel bessere. Und der nächste Duft auf dieser Seite ist Baby It's Cold Outside. Da finde ich ja das Label so schön mit dem Türkis und dem Weiß, finde ich total hübsch. Aber kalt, auch überhaupt nicht mein Ding, also kalt, roch der auch wieder so nach Vanille, Weichspüler mit einer pudrigen Note, mit einer cremigen Note. Wie so, ja, auch so minimal rauchig. Auch wieder so ein cozy, home, soft, blanket, irgendwas Duft, was ich einfach nicht so gerne mag. Also kalt, habe ich schon gedacht, oh nee, und den möchtest du ausprobieren. Mm. Der hat mich auch erinnert an Vanilla Satin von Yankee Candle im kalten Zustand. Nur, dass Vanilla Satin noch so ein bisschen was von Orangenblüte mit drin hat, das hat der jetzt nicht. Aber irgendwie ging das so in diese Richtung. Warm, muss ich sagen, war ich überrascht. Da wird die Vanille einfach ein bisschen kühler und süßer mit etwas weniger
Zucker. Er ist dann immer noch pudrig, aber irgendwie geht dieses Pudrige weg und es bleibt so ein cremig, softer, irgendwie Weichspüle, Vanille, Zuckerduft übrig. Also immer noch nicht bombastisch, aber besser, muss ich sagen, besser. Er hat mich im warmen Zustand ein bisschen überrascht, weil ich ihn im warmen Zustand, war das so ein Duft, das war einfach so ein Duft, wo ich dann rein bin und dachte, er ist sehr intensiv, er ist sehr süß, sehr vanillig, aber nicht mehr so kopfschmerzpudrig. Er ist so, ja, magst du oder magst du nicht? Im einen Moment habe ich gedacht, oh, der ist nicht schlecht. Im nächsten habe ich gedacht, oh, nee. Also, ein Duft, mit dem ich mich auch irgendwie nicht so einigen konnte. Deswegen habe ich ihm 2 Sterne gegeben. Aber ich habe bei dem wirklich zwischen 2 und 3 geschwankt. Weil im Vergleich zum kalten Zustand hat er mich warm wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Also, ja, ist okay gewesen. Dann habe ich angezündet New England. Ich finde ja das Label von New England wunderschön. Beim Duft habe ich mir schon gedacht, naja, ob das so dein Ding ist. Aber das Label ist ein Traum, wie ich finde. Richtig, richtig schön. Und der roch warm, wie er kalt roch. Ich habe da keinen großen Unterschied gemerkt. Upsala. Kein großer Unterschied. Der hatte auch was von einem Weichspüler für mich. Aber nicht wie Baby It's Cold Outside, sondern der war wärmer. Der war... Das erste, was mir in die Nase ging, war irgendwas Kräutriges. Dann eine Spur von Lavendel. Auch eine stark holzige Note mit einem Hauch von Süße und Tonkabohne mit drin. Also, es ist für mich einfach ein gelungener Weichspülerduft, ein Wäscheduft, wirklich. Also, irgendwie hat er sowas von schwüler Wäsche mit drin. Ich fand den nicht schlecht, aber auch nicht bombastisch gut. Er war in Ordnung. Aber ich konnte ihm auch nur 2 Sterne geben, weil das war einfach nicht mein Ding, leider nicht. Aber das Label ist wirklich wunderschön. Also, das Label, ein absoluter Traum. Als nächstes habe ich angezündet Frosty Branches und den fand ich ja total interessant, weil der roch kalt nach einem frischen Grün, holzig und hatte auch so einen Hauch von Zitrone und Grapefruit mit drin. Also das Komische war, dass der für mich im kalten Zustand überhaupt nicht frostig war. Also der hatte gar nichts Frostiges für mich. Der war für mich eher sonnengewärmtes Grün. Sonnengewärmtes Grün und von der Sonne aufgewärmte Fruchtschalen. Also von dieser Grapefruit und der Zitrone. Also von frostig war da nichts. Also ich fand den sehr angenehm, aber nicht frostig. Ja, warm, roch er ähnlich, aber irgendwie kam er mir noch grüner vor. Und irgendwie auch ein Touch blumiger. Er riecht auf jeden Fall für mich nicht frostig und nach Nadelhölzern. Also gar nicht. Manchmal hatte ich mir eingebildet, wenn ich richtig tief einatme, kam doch so ein Hauch kühler Luft mit rein. Aber da bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe dem trotzdem 4 Sterne gegeben, weil da zwar dieses Frostige jetzt nicht drin war, wie erwartet, aber es war ein sehr schöner, grün, holzig, fruchtiger Duft. Ich fand den sehr angenehm. Also es wäre jetzt für mich eher was fürs Badezimmer, aber da fand ich den wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich einen Weihnachtsduft angezündet und zwar von Country Candle, Trust the Night. Da fand ich das Label ja so schön, wie das kleine Kind mit der Weihnachtsmütze den Schlitten vom Weihnachtsmann vor dem Mond beobachtet, total schön. Und der roch kalt, wirklich sehr fruchtig nach roten Beeren. Er hat auch einen Hauch von Holz und Tanne mit drin, aber hauptsächlich rieche ich wirklich diese roten Beeren raus, richtig schön. Nichts extrem Ausgefallenes, aber ein schöner, klassischer Duft für die Weihnachtszeit. Und im warmen Zustand roch er ähnlich. Er wurde allerdings weicher, ein bisschen runder einfach. Die roten Beeren haben aber für mich einfach den Duft dominiert. Und es war auch ein Hauch von, das muss ich jetzt nachlesen, ein Hauch von Anis mit drin, genau, und von grüner Tanne. Es hat mich aber irgendwas drin gestört, genau. Deswegen habe ich jetzt immer mit einem Auge hier aufs Heft gelinst, weil ich das nicht mehr wusste, genau. Irgendwas an dem Duft hat mir nicht gepasst. Irgendwas war etwas, wo ich gesagt habe, boah, er riecht beerig und fruchtig, richtig schön. Klassischer Weihnachtsduft, ein Hauch von Tanne und Holz mit drin, aber irgendwas stört mich. Dann habe ich mal die Beschreibung gelesen und da soll Magnolie mit drin sein. Und vielleicht ist es das gewesen, dass diese Blumennote, die da mit drin ist, dieser Hauch von Magnolie mich einfach gestört hat. Das kann sein, weil Blumendüfte und ich, das ist ja nicht so, wir sind ja nicht so dicke, wir sind ja eher so, deswegen, das könnte es gewesen sein. Also vielleicht war es die Magnolie, das hat mich einfach nicht so umgehauen. Und dann habe ich angezündet, wieder besseren Wissens, naja, was heißt wieder besseren Wissens, ich hatte ihn halt da und habe gesagt, dann probierst du ihn jetzt auch aus, aber ich wusste schon, dass das nichts wird. Und zwar Stardust.
Den gibt es ja auch von Kringle Candle, ist glaube ich identisches Label, identische Duftbeschreibung. Ich finde das Label auch schön, das Rot und dann diesen Lichterbaum hier. Also ich finde es total schön, aber kalt habe ich an dem gerochen. Der roch nach Moschus, leicht vanillig und auch blumig. Mein Mann, ich habe es notiert, hat gesagt, der riecht wie kalter Rauch oder ein schlechter Autogeruch. Ja, ab und zu lasse ich meinen Mann auch mal riechen. Für mich war er warm wie kalt, aber da war wieder dieser Bernstein mit drin und der kam auch gut durch. Aber für mich riecht er einfach zu sehr nach einem billigen Rasierwasser oder einem süßlichen Aftershave. Also total. Der hat für mich was von Mann, Aftershave und Rasierwasser, aber halt die Art von Produkt, die ich nicht mag, die so extrem süß ist. Das mag ich bei Männern ja gar nicht. Deswegen, er ist ja auch noch ziemlich voll, aber ich werde den wegtun, weil ich werde ihn nicht mehr anmachen. Mir hat der einfach nicht gefallen. Für mich war das ein Stinker. Also absolut ein Stinker. Das ging gar nicht. Also einer der wenigen Düfte, die gar nicht gingen und dem habe ich auch nur einen Stern gegeben, weil, ja, null habe ich noch nie gemacht. Aber ich hätte ihm auch null geben können, weil ich fand ihn wirklich eklig. Mir nicht gefallen. Ja, Trust the Night hat übrigens, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, Trust the Night habe ich 3 Sterne gegeben, weil der Duft mir eigentlich gut gefallen hat. Dieses Beerige fand ich schön, das Holzige und das Tannige, aber diese Magnolie da drin hat mich halt gestört. Deswegen konnte ich ihm nur 3 Sterne geben. Und zum Schluss hatte ich noch 2 Yankee Candles an, und zwar einmal einen aus der Simply Home Reihe. Ich glaube, das ist auch mein einziger aus der Simply Home Reihe, und zwar Polynesian Punch. Das war ein Tumbler, aber ich habe den eingeschmolzen und in lauter so kleine Stücke zerhackt, weil es ist erstens Sojawachs, mag ich eigentlich nicht so gerne. Und natürlich war es ein 2-Docht-Tumbler, das heißt, der wäre mir so schnell abgebrannt. Der hatte, glaube ich, auch nur, hier ist kein Schild mehr dran, aber ich glaube, das war so ein 566 Gramm Tumbler. Und es wäre einfach schade gewesen, wenn mir der schnell abbrennt, weil der Duft ist richtig schön. Da kommt auch das Sojawachs nicht so krass durch. Also der riecht richtig schön. Der riecht fruchtig nach Papaya, nach Banane. Vor allem auch nach Banane, nach Mango, Zitrone und auch rote Beeren sind mit drin. Also richtig schön. Und für mich auch so ein Hauch von Zimt ist mit drin. Also sowas Würziges. Also ein bisschen spicy. Richtig schön. Das war's jetzt mit Country Candle. Dann habe ich noch ein paar alte, was heißt alte, ältere Fireflies von Goose Creek ausprobiert, die ich noch hatte. Und zwar habe ich angefangen mit Old Time Lemonade. Und ja, der war klassisch. Also kalt dran gerochen, Zitronenlimonade. Der roch nach guter, alter, süßer Zitronenlimonade. Schön nostalgisch. Oder eigentlich, wenn ich ehrlich bin, roch er für mich. Nee, eigentlich roch er für mich nicht nach Zitronenlimonade. Sondern er roch eigentlich eher wie so ein Zitronendessert. Wie so eine Zitronencreme. Sehr lecker, sehr süß, aber sahnig, cremig irgendwie. Also eigentlich gar nicht wirklich wie eine Limonade, weil es ist auch nichts Prickelndes drin, auch nichts Spritziges. Aber für mich wie so ein cremiges Zitronendessert. Sehr süß, sehr zitronig, also echt lecker. Und der roch warm wie kalt. Zitronencreme oder leckerer Butterplätzchenteig. Genau, das habe ich mir notiert. Das vergesse ich immer, wenn ich eine Review mache. Wenn ihr Butterplätzchen backt, dann ist der Teig ja am Anfang erstmal extrem zuckrig, butterig, süß. Und dann tut man manchmal noch Schokolade mit rein oder was anderes mit rein. Und in dem Fall war es dieser zuckrig, butterige Butterplätzchenteig. Und dann kam Zitronat mit rein. Diese Zitronenflüssigkeit, die man in den Teig immer mit rein tut. Oder geriebene Zitronenschale. Und es roch so, wie wenn ihr den Teig hättet und gerade frisch das Zitronat rein habt, noch nicht richtig vermischt, sondern das, was ihr gerade in der Nase habt, ist immer noch der süße Teig und dann bam, Zitrone. Bevor ihr das vermischt und die Zitrone dann im Teig eigentlich meistens ein bisschen untergeht oder noch dezent da ist. So roch der für mich. Genau, das habe ich mir hier notiert. Also, ich finde den lecker. Wenn man sowas mag, echt lecker. Aber für mich fast eher wirklich so ein foodiger Teig-Süßspeisenduft und nicht wirklich Limonade, aber ein schöner Duft, wenn man so süße Zitronencreme-Düfte möchte, dann ist der echt gut. Also schöner Duft. Der nächste von Goose Creek war Georgia Peach. Und da habe ich auch einen von Bath & Body Works. Heißt der nicht sogar genauso? Und der ist richtig gut. Das ist ein richtig authentischer, schöner Pfirsichduft. So hatte ich mir den auch vorgestellt. Aber ich fand den einen Hauch künstlich. Also er riecht wie weicher, samtiger Pfirsich.
aber nicht wirklich sonnengewärmt. Er ist auch nicht zu süß, aber ich finde ihn irgendwie einen Hauch künstlich. Also irgendwie nicht wirklich authentisch. Da finde ich den von Bath & Body Works besser. Also so richtig überzeugt hat er mich kalt nicht. Und warm riecht er auch wie kalt. Ein samtiger, saftiger Pfirsich, aber nicht so wirklich von der Sonne gewärmt. Vielleicht so ein bisschen, aber nicht so richtig. Aber mir ist er zu süß. Also Pfirsichdüfte sind bei mir eh eine kritische Sache. Ich mag sie nicht allzu lang und oft werden sie mir zu pappig süß. Und der war auf jeden Fall einer von denen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ich habe dem auch nur 2 Sterne gegeben, also der war es leider nicht. Alltime Lemonade hat übrigens 4 Sterne bekommen, weil ich den Duft einfach super finde. Also ich könnte ihn jetzt nicht andauernd und es wird auch kein Favorit, aber er ist super gelungen. Dann habe ich einen angezündet, auf den ich mich sehr gefreut hatte, und zwar Minted Eukalyptus. Weil ich liebe einfach Minze und ich liebe Eukalyptus. Bei mir ist es ja so, dass der Eukalyptus mir immer sehr süß vorkommt und auch immer in meiner Nase einen Hauch von Zimt mitbringt. Aber ich dachte, die Mischung aus diesem Eukalyptus und dem, der Minze, das muss doch super riechen. Ja. Und kalt roch er auch, wie es der Name verspricht. Er roch nach Minze, das kam schön durch, und auch nach Eukalyptus. Und für mich eben auch mit diesem Hauch von zimtiger Süße mit drin. Ja, angezündet blieb er im Prinzip so. Er hatte für mich was von einem Weichspüler, genau. Er hatte was von einem Weichspüler. Der hat mich nicht wirklich an frische Blätter erinnert, sondern es war so ein Hauch von cremig mit drin, wie bei einem Weichspüler. Und er ist im Grunde warm genauso geblieben. Allerdings hat der Eukalyptus dominiert und die Minze ziemlich verdrängt. Also ich konnte die nicht mehr rausriechen. Es war vielleicht ein Hauch Frische, aber die Minze wirklich selber riechen konnte ich nicht. Und ich fand, der war ein bisschen verwässert. Das habe ich mir aufgeschrieben. Er roch ein bisschen verwässert. Er war irgendwie war er schwach. Er hat mir irgendwie dann doch nicht so gut gefallen. Ich hatte mir von dem mehr erhofft. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe ihm auch nur 3 Sterne gegeben, weil ich dachte, das wird eine Bombenmischung. Aber es war ein bisschen schwächlich und das in unserem kleinen Bad, also schade. Ich hatte mir von dem ein bisschen mehr versprochen. Dann habe ich angezündet einen, auf den ich sehr neugierig war, und zwar Blueberry Lemonade. Und da war ich total gespannt auf die Kombination aus so einer, ich weiß nicht, Limonade mit Blaubeeren, also war ich sehr neugierig. Und er roch auch wirklich spritzig, ein bisschen prickelnd nach säuerlichen Blaubeeren, aber auch nach einem Hauch von süßer Limonade, also ist richtig gut gelungen und ich meine auch ein bisschen Minze rauszuriechen. Also das hat mir gut gefallen. Warm hat er wie kalt gerochen, aber er hat was von seiner Spritzigkeit eingebüßt leider und die Minze war weg. Ich fand auch die Intensität jetzt nicht bombastisch. In größeren Räumen weiß ich gar nicht, ob der sich da nicht vielleicht verloren hätte. Denn im Bad fand ich ihn okay, aber gerade so. Also in einem größeren Raum müsste man das große Glas ausprobieren. Ich fand ihn ein bisschen dezent. Er hat aber jetzt wirklich nur 3 Sterne bekommen, weil ich war ein kleines bisschen enttäuscht. Ich hatte mir von dem jetzt irgendwie was Besonderes erhofft und er war einfach ein bisschen dezent und die Minze war weg und dieses Spritzige von der Limonade war weg und dann war es eigentlich nur so ein Blaubeerduft mit einem Hauch von süßer Zitrone. Also irgendwie, naja, er war okay, aber kein Nachkaufkandidat, also überhaupt nicht. Und der letzte, den ich von Country Candle anhatte, war Cheers. Und Cheers kannte ich schon. Das ist ein sehr frischer, spritziger und prickelnder Champagnerduft mit einer leicht fruchtigen Note. Also richtig, richtig schön. Der prickelte richtig in der Nase. Also der hatte wirklich was von so mit einem Britzeln. Also richtig, richtig schön. Sehr, sehr perlig. Aber das Tragische ist, der ist warm im Prinzip ganz genauso, wie er kalt riecht. Aber das Perlige ist weg und das Spritzige. Und dann war er langweilig. Also der hat von mir auch nur, ja, ja, 3 Sterne bekommen, weil ich den Duft an sich ganz nett fand. Aber da das im warmen Zustand dieses spritzige, perlige, britzelnde weg war, war eben auch dieses Champagner-Feeling weg. Und das, dann war es einfach nur noch so ein, ja, Mischfruchtduft, wie ein Fruchtweichspüler so ein bisschen. Also irgendwie war er dann nicht mehr so das Wahre. Nö, hat mir dann leider nicht so gut gefallen. Und die 2 letzten von Goose Creek Candle waren einmal Summer Slices. Und Summer Slices war wie eine spritzige Fruchtbowle. Also fand ich richtig gut. Der roch nach Pfirsich, nach Erdbeeren. Aber auch leicht alkoholisch. Also da war so eine alkoholische Note mit drin. Fand ich total interessant, weil es wirklich wie eine Bowle gerochen hat. Aber warm roch er im Prinzip genauso wie er kalt roch, aber es roch dann eher wie von der Sonne gewärmte Früchte, wie Pfirsich, Erdbeeren, vielleicht ein bisschen Himbeere. Von der Sonne gewärmt. Das war's. Dieses Alkoholische war weg. Diese Bohle
diese Note von Bole, die war nicht mehr da. Und da fand ich den okay. Ich habe ihm 4 Sterne gegeben, weil es ein schöner Fruchtduft ist. Aber das Besondere, was er hatte für mich, dass er wirklich nach einer Fruchtbole, nach so einer Fruchtbole auf einem Sommerfest gerochen hat, das war leider weg. Schade, wäre schön gewesen. Und der letzte von Goose Creek war Watermelon Patch. Auf den war ich ja sehr neugierig, weil Wassermelone und ich liebe ja Wassermelone. Und so roch er kalt auch. Nach süßer Wassermelone, als würde man sie gerade zerschneiden. Ja, so als würde man allerdings nicht gerade das Fruchtfleisch schneiden, sondern gerade so durch die grüne Schale. Also es war durchaus noch ein Hauch von Grün mit dabei. Also, schön. Warm allerdings roch er auch so ähnlich. Allerdings, ein Hauch von künstlich fand ich ihn und ich fand ihn auch verwässert irgendwie. Der war sehr schwach. Ich hätte mir den stärker gewünscht. Es ist zwar Wassermelone, aber es hat selbst im Badezimmer, was ja wirklich klein ist, nur so einen Hauch von Duft reingebracht. Also er war wirklich sehr dezent und ich hätte mir den etwas frischer, kühler und etwas intensiver gewünscht. Und so war es einfach leicht wässrig, ein bisschen nach süßer, etwas künstlicher Wassermelone mit einem Hauch von grüner Schale, aber nichts Besonderes. Also ich war ein bisschen enttäuscht von dem. Ich hätte mir mehr erhofft. Was habe ich dem denn gegeben? Ja, so zwischen 3 und 4 Sternen bin ich geschwankt, weil er ist jetzt im Grunde nicht schlecht, aber ich war trotzdem enttäuscht, muss ich sagen. Also ich hätte mir den besser gewünscht. Ich kann ihm jetzt nicht wirklich schlecht bewerten, denn schlecht ist er nicht, aber ich war trotzdem enttäuscht. Ich hätte mir von dem wirklich mehr erhofft. Und genau so riecht er auch warm. Also der ändert sich nicht großartig und das ist ein richtig schöner Punschduft, aber nicht alkoholisch, mit so einem Hauch von Spicy. Also ich mag den total gerne. Ist ein sehr schöner Duft und ich bin froh, dass ich ihn eingeschmolzen habe, weil ich mit der Duftlampe, glaube ich, länger meine Freude dran habe, als wenn ich den so abbrennen würde, weil der würde ratzfatz abbrennen. Und das wäre echt schade, weil der Duft ist schön, hat auch 4 Sterne bekommen, weil er mir richtig gut gefallen hat. Und die letzte Kerze aus dem März ist auch gleichzeitig meine neue große Liebe von Yankee Candle. Ich habe die zum ersten Mal im März angezündet, der ist ja noch recht neu bei mir und ich war wirklich schockverliebt in diesen Duft. Es gibt sicherlich auch Leute, die ihn nicht mögen, aber ich finde ihn einfach bombastisch gut. Kalt war er schon gut, aber warm ist er noch so viel besser. Und zwar ist die Rede von Rainbow Shake. Und ihr seht, das Illuma-Lid ist drauf. Der hat bis vorhin noch gebrannt. Ich habe ihn dann ausgemacht, damit ich ihn euch zeigen kann. Der war nämlich schon gut flüssig und der ist so schön. Der riecht kalt einfach nach so einem fruchtigen, saftigen Beeren-Mix-Shake mit so ein bisschen Vanilleeis drin. Also richtig, richtig lecker. Sehr cremig. Super, super schön. Und das Label ist halt auch richtig süß. Wobei ich vom Label her wirklich nicht gedacht hätte, dass ich ihn mögen würde. Ich dachte, das ist so ein fruchtiger Jelly-Bean-Duft mit so einem Hauch von Erdbeerzuckerwatte irgendwie drin. Also so ein Duft, wo ich dachte, der ist es bestimmt nicht. Aber riech mal dran. Riech mal lieber dran. Aber wer weiß. Und künstlich. Bestimmt auch noch künstlich. Aber gar nicht. Das ist wie ein richtiger Beeren-Mix-Shake mit Vanilleeis. Also super lecker. Angezündet ist der so viel besser. Also Wahnsinn. Der riecht nach einem fruchtigen Beeren-Mix-Shake mit Vanilleeis und Sahne. Aber da kommt für mich auch stellenweise ein Hauch von Kirmes durch. Als würde ich auch eine frische, gebrannte Zuckerwatte in der Hand halten. Aber nicht so eine pappige Erdbeerzuckerwatte, sondern normal. Und das vermischt sich mit diesem sahnig-cremigen Vanilleeis und diesem Beerenmix. Also das ist ein fantastischer Duft. Und was ich an dem einfach toll fand, der bleibt im Raum. Oftmals ist es ja so, ihr macht eine Duftkerze an, also zumindest bei uns ist es so, und mein Mann hat dasselbe gesagt, dass man die Kerze anzündet, man nimmt sie wahr, man geht aus dem Raum, man geht rein, man riecht sie, aber man ist im Raum drin und dann riecht man es kaum. Der ist aber präsent, der ist irgendwie immer da, auch wenn man sich im Raum aufhält, man riecht den einfach. Der ist sehr intensiv, der hat, ich weiß nicht, wie lange der braucht, um die Wohnung voll zu beduften, aber auf jeden Fall riecht man ihn schon sehr gut nach 5 Minuten, also richtig stark. Und auch mein Mann fand den toll, der fand den richtig toll. Also der riecht das mit der Zuckerwatte jetzt nicht so, das ist so meine Nase wieder, aber es gefällt ihm richtig, richtig gut. Und ich habe mir noch 2 Gläser von dem nachbestellt, weil der ja auch limitiert sein soll. Man weiß es halt bei den Kerzen nicht. Wir haben teilweise Limited Editions bekommen, die waren sofort weg. Und dann gibt es Limited Editions, die kriegt ihr noch 2 Jahre später. Also man weiß es nicht. Deswegen habe ich mir noch 2 weitere bestellt und meiner Mutter habe ich auch schon einen bestellt. Und die findet den auch richtig gut. Also ist ein ganz, ganz toller Duft. Also ich finde, das Beerige ist authentisch und fruchtig. Die Vanille ist sahnig und cremig, die Zuckerwatte ist gebrannter Zucker, aber süß, aber nicht pappig süß.
und alles ist eine absolut runde, passende Kombination, ein absolut abgerundeter Mix. Also richtig, ich finde den super. Ich finde, das ist seit langem der beste Duft, den Yankee Candle neu rausgebracht hat. Es gab ein paar gute Düfte, die neu immer mal dabei waren, aber die ganzen neuen Yankee-Kollektionen haben mich ja nie so weggehauen. Es war teilweise okay, auch mal ganz gut, aber es hat mich nie weggehauen. Aber der ist seit langem für mich der allerbeste Duft, den sie rausgebracht haben. Also der ist spitze. Super, super, super. Absolute neue Liebe. Ja. Ja, ihr Lieben, das war mein Dufter März. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Düfte ihr davon kennt, welche euch gefallen, welche euch nicht gefallen oder ob ihr Rainbow Shake schon probiert habt. Der ist ja allgemein sehr beliebt, aber es gibt sicherlich auch ein paar Leute, die ihn nicht mögen. Würde mich sehr interessieren und bis wir uns im nächsten Duften-Video wiedersehen. Macht's gut, ciao!